Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs am Bahnhof, wo er eigentlich laden muss. Ich hatte gerade die Pause drin. Wir sind so schnell gewesen. Jetzt fährt er wieder. Ich habe letztes Mal noch gesagt, wir sind hier gut unterwegs und ich hoffe, das ist dem auch so. Er hat jetzt Öl geholt und fahren wir dem noch mal gerade mit und schauen, wie es denn da aussieht, weil ich glaube, der kriegt überhaupt nicht genug Ladung, ne? Aber nach dem Intro sehen wir vielleicht mehr. Er muss aber noch ein ganzes Stück fahren, bis er da ist, ne? Vielleicht kriege ich das mit drei dann doch ein bisschen schneller hin. Schauen wir mal, ne? Also da sind jetzt 90 Fässer drin. Oder die Menge für 90 Fässer. Ruckelt gerade ein bisschen, kann das sein? Ich muss unbedingt schauen, dass ich meinen neuen Rechner fertig mache, ne? Dass da. Also der ist schon fertig, der läuft auch schon, nur ich muss gucken, dass die Programme alle drauf sind, Spielstände drauf sind und dann. Wird es hoffentlich besser, ne? So, jetzt ist er gleich da. Und wie viel kann er mitnehmen? Das ist die Frage hier. Er bringt schon mal was hier hin, ne? Das ist klar. Und wie viel nimmt er mit? Gar nichts, weil er jetzt erst noch die andere Strecke macht. Genau. Er fährt ja jetzt erst zum nächsten Bahnhof, weil es da auch noch Rohöl gibt und er holt das, glaube. In der Zeit können die jetzt das fabrizieren und naja, wir nehmen aber nicht so viel mit, schätze ich mal. Wir werden es gleich sehen. Er fährt jetzt nur bis zum nächsten Bahnhof, meines Erachtens. Aber hier liegt genug auch Öl, ne? Da wird er voll laden. Definitiv. Man sieht gar nicht, dass es weniger wird, vor allem. Also das passt alles. Schon die Frage, ob wir nicht noch einen LKW hin und her schicken da auf der kurzen Distanz, ne? Der auch noch ein bisschen mehr Öl rüberbringt. Rohöl. Wenn der jetzt gleich nicht voll ist, sollten wir darüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie viel er da laden kann. Fährt der nicht auf der falschen Seite vom Gleis? Aber er kann gar nicht die Seite wechseln, glaube ich, ne? Hat auch wieder gut geklappt. So, jetzt wissen wir es gleich. Er entlädt und er lädt 75 kann er nur. 68 hat er. Ja, das heißt, ich würde jetzt hier tatsächlich noch eine Straße dazu machen, ne? Weil das ist nicht weit und müsste eigentlich funktionieren. Und dann können wir da eigentlich schauen, dass da definitiv noch mehr Öl gemacht wird, ne? Landstraße. Das Stadt, ne? Einbahn? Nee, will ich nicht. Land will ich. Zweispurig. Ja, schöner wäre es, wenn er so eine Kurve dann mal macht, aber die macht er gar nicht, ne? Ja, naja. Zack, passt. Ist angeschlossen, oder? Sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. So, jetzt müssen wir hier noch ein Depot hinzaubern. Mehrere Fahrzeuge sind in einem schlechten Zustand. Ja, ist klar. Gebäude. Und das ist hier das LKW-Station. Kriege ich die da so hin, dass das alles angeschlossen sind? Weiß ich noch gar nicht, ne? Na, wo muss ich jetzt hier? Das war falsch. Das war auch falsch. Jetzt weiß ich gerade nicht die Zahlen, die zum Drehen. Das hole ich raus. Mit E drehe ich die ganze Karte und Q. Ach, ist doch N und M. Oh, ich hatte es eben gedrückt, aber ging nicht. Na, das funktioniert ja nicht.
So sieht's doch gut aus, oder? Ja, ist nah genug. Er wird dann auch schon da umschalten, denke ich mal. Mach mal da so hin. So, das heißt, oh, das war jetzt natürlich super gesprungen. Ne? Jetzt weiß ich nämlich gar nicht, wo ich bin. Wo ist denn jetzt meine Linie? Das war geruckelt. Ordentlich geruckelt. Ah, da. Hier ist es. Oh, das ist aber jetzt richtig schlecht am Laufen gerade. Ich muss zusehen, dass ich das hinkriege mit der Dingensanbindung hier von dem Spiel. An einen neuen Rechner. Das sieht hier gerade ziemlich schlecht aus, ne? Ich glaube, so ist erstmal gut. Ah, komm, das können wir so lassen, das passt schon. So sind alle angebunden, ne? Gut, Straße. Jetzt müssten wir überlegen, wo ist das nächste Depot? Das ist das Bahndepot, ne? Ja, gibt es ein Auto hier auch irgendwo? Hier hinten müsste eins sein, oder? Das ist doch ein Autodepot, oder? Warte, das kann zu. Das kann auch. Fahrzeuge kaufen. Und da müssen wir jetzt ein Cargo haben und dann müssen wir einen Tanklaster haben. 40 Tonnen Tank-LKW, das ist doch der, den wir brauchen, oder? Und den kaufen wir mal. Kaufen wir noch einen. Wir machen mal drei. So, und die drei alle auswählen. Linie. Neue Linie. Mal gucken, dass wir da hinkommen. Von dort nach dort. Und zwar hier. Vollladen einer Fracht. So, das sollte passend sein, oder? Würde ich jetzt so sehen. Also nur gucken, wo sie sind. Da ist einer. Wäre noch zu interessant zu gucken, wo der Zug ist. Um den nochmal ins Visier zu nehmen, wenn es geht, aber dann geht, glaube ich, das LKW-Fenster wieder zu, oder? Kann das sein? Aber er ist hier der Zug. Nee, er ist offen geblieben. Okay. So, was hat er? Öl hat er mitgenommen. Jetzt fährt er wieder die kurze Strecke wahrscheinlich. Genau so ist es. Kann man hier sehen, wie viel Öl hier liegt? Wahrscheinlich. Ja, gerade mal 55 Tonnen, 56. Die Produktion ist hier zu schlecht, ne? Jetzt ist die Frage, können wir das mit dem LKW überhaupt verbessern? Ja, können wir, weil die Produktion wird ja steigen, wenn wir häufiger anliefern, ne? Das müsste so sein. Transport ist 100%, ja. Dann wird das hier steigen, Level hoch und dann wird es auch besser sein für unser Abnahme hier mit. Aber ja, er hat aber jetzt schon 70. Ja, das kriegen wir schon hin, denke ich. Gerade Autosave. Aber ist nicht schlimm, wenn da mehr fahren. Es gibt ja auch Geld dafür, glaube ich. So, ach nee, er hatte ja. Nee, 75 ist schon passend. Und dann war noch einer Gong. Wir müssen 90 schaffen. Es ist nur die Frage, wann er kommt, ne, der Zug. Da ist er schon. 82.
Schauen wir mal, 90 Rohöl hat er jetzt. Leer ist er und wie viel geht rein? Ha, ein Fass fehlt. Aber das macht unser LKW jetzt dann. Wird schon werden, denke ich. Hier sind es 4,7 Millionen. Das mit dem Geld klappt alles, denke ich mal. Oh, wir haben auch 10 Millionen. Super. Läuft, würde ich sagen, oder? So, LKWs werden das dann noch verbessern hier. Wo sind die LKWs? Wahrscheinlich hier irgendwo schon, oder? Nee, noch nicht mal. Wird werden, denke ich mal. Was haben wir denn hier für eine Straße? Ach so, die eine. Ah, das ist ja auch cool, ne? Hier ist so eine Straße. Oh, da gibt es ein ICE mit 280 km/h. Ja, Fahrzeuge, ne? Das ist unser Geld. Fahrzeuge veraltet, hatten wir da eben die Meldung. Das bedeutet, wir gehen mal hier in die Altersklassen rein. Und dann müssen wir den Zug dreimal hier vielleicht umsetzen. Wo war der? Ah, eine Dampflok ist das noch. Kriegen wir den noch Fahrzeug verwalten? Und den müssen wir jetzt ersetzen. Erneuern war hier, ne? Ersetze gewähltes Fahrzeug. So, dann machen wir erstmal Cargo. Ne, machen wir erstmal hier elektrisch, oder? Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist hier 200 km/h, so lang schnell sind unsere Geisel nicht. Ich glaube, 120 würde reichen, aber wir nehmen mal den mit 140, weil dann können wir noch einen Anhänger mehr dran machen. So machen wir das. Und dann Cargo. Und was ist dann hier? Der hier müsste es sein. Offener Güterzug, ne? Ja. Der fährt bisher 40 Tonnen. So, jetzt ist die Kapazität schon mehr wie der Zug, den wir haben. Ich weiß noch nicht, wie lang ist unser Bahnhof, ne? Aber ich sehe auch gerade, dass wir das nicht schaffen von der Dingens her hier. Von der finanziellen Seite her. Dann sind wir knapp drunter und können es uns trotzdem noch nicht leisten. Also den Zug austauschen wird leider noch nichts. Das müssen wir noch mal in Frage gestellt lassen. So, das heißt, was haben wir hier? Straßenfahrzeug, 59 Jahre alt. Komm mal weg von dem Zug. Der transportiert Eisen. Dann tauschen wir den erstmal aus. Cargo. Der ist der richtige hier, ne? Passt schon. Ersetzen. Ach Gott, die sind ja alle so. Den ersten wollen wir nicht mehr ersetzen. Ich glaube, wir müssen jetzt dadurch, dass die Kapazität wahrscheinlich dann auch höher ist, gar nicht so viele haben, ne? Ersetzen. Mit dem da. Zack. Die sind ersetzt und diese hier, die können wir, glaube ich, mal wegschmeißen, ne? Das macht so, glaube ich, keinen Sinn. Ja, den kannst du gleich verkaufen hier. Warte mal, das machen wir jetzt einzeln besser. Das Fahrzeug verkaufen, ja. Ja, Fenster ist weg. Hat der geladen? Nein, der kann dann auch weg. Ja, weg. Der hat auch nicht geladen, kann also auch weg. Ja, bestätigen wir. So, jetzt ist nur die Frage, gibt es da einen, der das schon hat? Ah, doch, hier, die haben ja schon geladen, sehe ich gerade. 11 Tonnen.
Keiner. 8 Tonnen. 8 Tonnen. 11 Tonnen, okay. Springen wir gerade zu dem. Ja, schön auf der Achse hinten, ne? Passt, ne? Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Erstes Fahrzeug durch oder erste Linie wieder, die wir verbessert haben. Und ich glaube, wir haben auch 30 Tonnen hier. Ja, und ja, drei von den vier hatten ja jetzt auch eine Ladung. Das passt erstmal, würde ich sagen. So, das heißt, wir müssten jetzt weiter gucken, dass wir nächste Fahrzeuge machen. Aber wir haben mal 6 Millionen noch, okay. Das heißt, ja, die Schienen, die roten Pfeile hier sind jetzt auch schon dran, ne? Ja, okay. Aber hier ist noch ein Straßenfahrzeug zuerst. Was fährt der denn? Auch noch Eisen. Neudorf bei Nimierk. Nimierk, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, aber auch alle veraltet, ne? Ah. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Ja. Der kann 8 Tonnen, der andere kann fast viermal so viel. Nee, warte, hier ist was falsch. Zwei ja noch tauschen. Können wir die mal umtauschen? Ach so, ich muss hier hin machen. So. Also der fährt schon mal mit der Ware. Der fährt auch mit Ware. Der fährt ohne Ware. Okay, aber der ist auch leider voll. Der ist voll. Der ist leer. Das heißt, der kann weg. Ja, verkaufen. Hier fährt einer mit Ladung. Der ist auch ohne Ladung. Der kann weg. Ja, weg. So, jetzt haben wir noch zwei mit Ladung. Sobald die entladen sind, müssten wir die eigentlich loswerden, ne? Und wie weit hat er noch zu fahren? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Ja, viel zu weit weg. Ich weiß gar nicht, wo der hinfährt. Vor allem, wo ist der zweite? Okay, der fährt schon mal da. Der ist da. Wo ist der? Okay. Der fährt. Hä, wo fährt der denn lang? Ach, hierhin, okay. Und wo ist das Ziel? Ach, da unten irgendwo noch. Das ist ja in der Stadt. Eisen, was machen wir aus Eisen? Das ist die Frage. Aha, er fährt da lang, oder? Hier geht's hin, oder? Kann das sein? Und da bringt er das hin. Will ich hoffen, dass die das machen. Nee, das ist nicht unser Ziel. Okay. Ja, dann kann es ja nur noch hier sein, ne? Okay, der hat schon abgeliefert. Ja, dauert nicht mehr lange, ne? Das müssten ja auch zwei sein, ne? Ja, kriegen wir auch in den Griff. Ist gleich da, dann können wir sie verkaufen. Wird schon werden, ne? Abgebogen ist er jetzt gerade. So. 77.000 hat das gerade gebracht, okay. Welche von den beiden waren das jetzt? Okay, der war das dann.
Dann so. Ja, weg damit. Ich dachte, der andere wäre auch schon hier. Ist er gar nicht. Ich glaube, das war er jetzt hier. Ja, der kommt auch gleich an. Dann lassen wir den noch einladen und dann wird er auch vertickt und dann ist es gut. Ne? Dann haben wir die Linie auch mit drei großen LKWs optimiert. Das sollte erstmal passen, oder? Das sind aber weite Wege, ne? Aber ist halt so. Gut. Ah, ist gleich da. Kann nicht mehr lange dauern. Und dann wird er auch verkauft. Dann wird er auch verkauft. Dann haben wir das auch optimiert. Wir haben gerade 13.000, das heißt, die Lok kostete eben, glaube ich, 15.000 oder 17.000. Ne? Müssen wir gucken, wenn wir die 17 haben, dann werden wir die Lok austauschen, denke ich. Aber das machen wir gleich. Möckert benötigt jetzt Baumaterial und tschüss. So, der ist dann auch weg. Da haben wir Fahrzeuge jetzt auf den neuesten Zustand hingekriegt. Ja. Also diese Lok hier, die müssen wir gleich nochmal in Angriff nehmen. Und schauen, dass wir die tauschen, ne? Das wird ein teurer Spaß, aber das werden wir schon hinkriegen. Ne? Wir wollten eine Elektrolok, und zwar diese. Und dann wollten wir Anhänger für, ne? Hier diese. Ja, da geht schon nicht. 15 waren's. Aber ich muss wenigstens das haben. Besser wäre das. 17. 17.000. Wenn wir 17.000 hätten, würden wir den sofort ersetzen, denke ich mal. Jetzt ist der 87 lang. Ich glaube, das müsste auch mit unseren Bahnhöfen noch gelten, oder? Ah, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen warten hier. 15.5. 14. Ja. Jetzt wird es gerade nicht mehr, ne? Wenn jetzt der Ölwagen ankommt oder so, dann müsste es eigentlich klappen, ne? Ölzug. Dann müssen wir ein paar Mark mehr kriegen, oder? 14,6 wird nix. Da muss doch mal ein großer Satz jetzt kommen hier, oder? 15. Komm schon, halt mal einer da jetzt an, dass wir da ordentlich was hinkriegen. Ich habe sogar 13 Grad gesehen, das wird nix. Irgendwo muss er jetzt... Ah, komm, da ist er doch. So. Jetzt gucken wir uns noch diesen schönen Zug gerade live an. Wie er dann auch vollgeladen ist. Ja, hat er auch. Wunderbar. Und fährt elektrisch und fährt 140 kann er. Aber die Anhänger können, glaube ich, nicht so viel, ne? Oder? Details, die konnten nur 120, meine ich, oder? Ja, Höchstgeschwindigkeit 120 steht da. So, jetzt wird sein, dass vielleicht die anderen Fahrzeuge auf dieser Strecke uns dann blockieren. Die müssen wir dann natürlich austauschen. Das wäre dann die Dampflok, ne? Die da gerade entgegengekommen ist, glaube ich, ne? Da müssen wir dann gucken, wenn er hinterher, wenn er irgendwo hinterher fährt, dann haben wir ein Problem, ne? Aber dann werden wir die auch austauschen, genauso wie diesen wir auch ausgetauscht haben. So, der hat jetzt 600.000 Miese gemacht. Ungefähr, hält jetzt aber hier an und entlädt. Und dann wollen wir mal gucken, ob er schon, hat schon das Doppelte reingebracht. Passt schon. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.